So. Da, ich sehe schon einen. Lauerwurz. Da mache ich mich mal direkt dran. Ich kann das noch nicht tun. Mit meinen ganzen tollen Fähigkeiten. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Weißt du denn jetzt, ob man irgendwie alles auf einmal nehmen kann? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Ich klicke einfach immer beides. Das bist du da hinten? Ich glaube, du kannst. Dronari. Nee. Bist du nicht. Warum bist du nicht? Verbiest dich. Da hinten. Einen Lauerwurz brauche ich noch. Ich brauche noch drei. Entdeckt Gezels Lager, wie cool. Jo, ich bin fertig. Dafür habe ich Gezels Lager entdeckt. Sind eh alle Kacke, voll die Hippie-Bande. Ich gehe mal wieder zurück in dieses kleine Dörfchen, wo wir eben waren. Waren? Gehst du ein bisschen Waren austauschen? Ja, auf jeden Fall. Denn mein Inventar war ist voll. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Stimmt, Waren austauschen muss ich nämlich auch. La, la, la. 6 von 8. Ich muss noch Hustensaft nehmen, warte mal. Mache ich jetzt hier mal live in der Folge, nehme ich eine Portion Hustensaft zu mir. Ich bin nämlich Hustensaft abhängig. Hier sind so viele von diesen scheiß Vögeln. Brauche ich gar nicht. So, wo haben wir denn noch einen? Der ist tot. Das bringt uns auch nicht mehr viel. Hallo, warum ist denn jetzt hier wieder keins? Da hinten ist noch ein Gebiet, da lade ich mal rein. Für die letzten zwei. Ist nur unnötig, aber... Wo ist denn hier ein, gemischt waren? Ich kann das noch nicht tun. Also verkaufen kannst du immer an alle. An alle? Ja. Wie das denn? Ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Warte mal, so, kurz mein Husten. Auch an Alchemie-Lehrer und so. Nee, aber an Händler kannst du immer alles verkaufen. Da musst du nicht speziell. Ja, aber wo sind denn Händler? Ja, da, wo du halt handeln kannst. Ne? Weg damit, kleines Ei. Ah, Handwerker. Oh, da ist aber nicht mehr viel zu kaufen. Beziehungsweise zu verkaufen. Ich liebe Hustensaft. Man kann die Sachen zusammentun, ne? Zusammen? Ja, ja, wie zusammentun? Stacken. Beim Verkauf. Ja, aber nur gleiche Sachen, oder? Ja, ja. Ja, das war klar. Ich bin am meisten für... So. Und 7 von 8. Ne, immer noch 6 von 8. Wie lang, weit kann man denn verkaufen? Also, ich habe jetzt. Rückkauf habe ich voll. Wie hast du voll? Ja, ich habe keinen Platz mehr, um noch was irgendwo reinzutun. Ich glaube, dann kannst du. Alter. Ich habe gerade das Reh auf übelste Weise abgeschlachtet. Du kannst einfach hingehen. Und die Sachen da drüber legen, sozusagen. Also einfach da drauf schmeißen, dann verkauft ihr die, glaube ich, auch. Noch nicht bereit. Weißt du, einfach da reinziehen auf die Sachen, die schon da sind. Dann müsst ihr den. Nee. Oder? Wenn du da draufklickst, wie ich das gerade hier merke, dann tut er die zurück ins Inventar. Oh, okay. Ich kann das noch nicht tun. Inventar ist voll. Inventar ist voll. Scheiße.
Darf ich jetzt mal bitte kurz hier meine Quest zu Ende machen? 100 Bronze sind ein Silber. Nicht genug Wut. Nur so nebenbei. Mhm. So. So ein paar Sachen, die muss man ja auch nicht verkaufen. Doch, die muss man ja einfach wegschmeißen. Mhm. Hier gesprungene Eierschale für 4 Gold. So, wir sind hier jetzt. Bist du jetzt eigentlich auch hier? Ja, ne? Ist das eigentlich. Ach, da bist du. El Stiflo. Hast du schon beim Aceton das gemacht? Möge das Licht euch umarmen. Die acht Fleische abgegeben. Ich habe alle schon abgegeben. Ich habe schon wieder neue Quests. Gerüsteter Mondweidelenden. Ach verdammt, ich kann die Quest nicht beenden, weil mein Inventar voll ist. Oh, wo ist denn jetzt hier ein Händler? Direkt da, wo ich gerade stand. Hier die beiden, ne? Ja. Willkommen. Handwerkel. Stöbert nach euren Belieben. Stöbert nach euren Belieben. So, kriegt ihr mal das Ding hier, dann kriegt ihr noch einen gehärteten Schnabel und ein scheiß Geweih. Doch klar, du kannst einfach die Sachen noch mit dabei schmeißen bei mir. Dann verkauft ihr die auch. Wie? Wenn jedes Fach voll ist? Ja, dann nehme ich einfach jetzt, ich nehme jetzt den trockenen gehärteten Rankenfuß und klick einfach dazwischen, also in das hellgraue. Normal hinklicken. Dann verkauft er das. Und dann erscheint das auch da. Und ich krieg dafür nichts anderes ins Inventar. Ah ja. Hast du auch das Batsch. Die das Angel. Bastardschwert noch da rein. Da. Die Angel verkaufe ich auch, ne? Nee, 4 brauche ich nicht. Für 4 verkaufe ich die nicht. Ja, okay. Glänzendes Schmuckstück. Ich musste gerade irgendwie zum Inventar, weil ich eine Quest nicht abgeben konnte. Aber jetzt ist dieser Aceton hier weggerannt. Der steht nämlich nicht mehr hier. Oh nein, ich bin so blöd. Ich habe mir gerade Sachen mir wieder zurückgekauft. Ich Idiot. Oh nein, schon wieder. Fuck. So. Die Feder kann ich noch verkaufen. Und das war's. Gute Reise. Ja. Halt's Maul. Wie viel Money hast du jetzt? Ich habe jetzt 10. Seid herzlich gegrüßt. Und Bronze? Leonis Akan. Und 77 Bronze. Beim Licht von Elune. Was? Geht mich, glaube ich, nichts an. Die Naru haben uns medizinische Notwendigkeit. Weiter. Quesbeine. So, hast du jetzt auch auf dem Rücken eines Hippogryphen und die große Mondweidenjagd? Und eine Alternative. Und wo ist das? Wie, wo ist das? Wo kriegt man die Alternative her, die Quest? Ach so, doch, ich hab's auch markiert, warte. Ich hol sie mir kurz. Von Deddle. Wie sieht denn ein Azuren-Löwen-Molchen aus? Ein Segen. Annehmen. Das steht doch immer drauf. Ah, einsammeln. Gerissene Ranke kann ich auch verkaufen. Willkommen. Willkommen. Stöbert nach eurem Belieben. Jawohl, Ski. Direkt verkauft Ski, die Rank Ski. Und. Juwelierset. Wie geil. Schmiedehammer. Gelber Farbstoff, grauer Farbstoff. Erinnert euch cool. An die Lehren der Vergangenheit. Was ist das hier? Das Ende der Legion rückt näher. Lehrer für einen Beruf, Sammelberufe. Verliert euren Glauben. Nee. Wo bist du jetzt? Zu welchem Quest? Ich mache jetzt gerade eine Alternative. Alternative. Alternative.
Alternative. Die habe ich jetzt fertig. Was? Und Mondenwald-Hirschfältchen. Du Programmer. Hallo, ein Samen. Hier sind alle Hirsche sind gestorben. Echt? Ja. Heavy. Die sind auf einmal alle tot. Umgekippt vor deinen Augen oder liegen da? Die liegen alle jetzt hier, die gerade noch gelebt haben. Vielleicht, weil ich die gerade cool umgebracht habe. Nee. Wie viele hast du denn schon umgebracht? 20 oder so. Ja, nee, jetzt gerade nach dem Verkaufen schon? Nee. Danach nicht mehr. Ja, aber die haben ja gerade schon... So. Ziehen wir uns das noch und... Sonst noch irgendwas hier? Die haben alle so einen weißen Arsch, die komischen Viecher. Welche? Diese, Hirsche. Sie hätten irgendwie... Die sind doch komplett weiß. Ja, aber die, der, hinten haben die irgendwie noch so eine ganz helle Stelle. Hätten irgendwie, keine Ahnung, Schneedurchfall gehabt oder so. So, hier ist noch ein... Also, muss ich stehen bleiben für, so. Wunderbar, kehrt zurück. Ganz den Weg wieder zurücklaufen. Oder habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich machen kann? Nee, das ist andere Richtung. Und das da oben ist... Wie viele Erfahrungen hast du? Was für? Wie viele Erfahrungspunkte? EP 3258 von 3600. Fängt das jedes Mal wieder von Null an oder ist das jetzt quasi, habe ich jetzt quasi insgesamt 3258? Nee, das fängt immer von Null an. Achso, ist ja blöd. Obwohl, ich kann es dir gar nicht sagen gerade. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, warum ich schwimmen gehe. Ich wollte doch eigentlich da hoch. Das ist voll cool. An manchen Stellen hier gibt es wirklich so ein Weltende, wo man aber weitergehen kann und dann kann man aus der Welt rausfallen. Das habe ich schon mehrmals getan. Echt? Ja. Weil da musst du dich halt auch wirklich entweder sehr doof oder sehr geschickt anstellen, um das zu schaffen. Aber ich habe, glaube ich, sogar noch ein Video von schon ewig her. Ich mache einfach mal eben noch ein paar Dinger, damit ich Level 7 werde. Ja. Hast du jetzt die Balge von dem Mondweidenbock gemacht? Ich habe alles. Alle Quests fertig. Echt? Auch die Prophezeiung? Die Naru haben welche Prophezeiung? Ah nee, das, oder? Hä, was hat denn der jetzt gemacht? Der hat mir gerade ein Quest angeboten. Seid herzlich gegrüßt. Das sollte funktionieren. Der Typ, der, wo du die Maullöwendinge abgibst, der danach weggeht, nachdem du die gegeben hast, der hat eigentlich noch eine andere Quest für einen. Da warte ich mal gerade, bis der wieder anwesend ist. Beim Licht von Elune. Ehre da, verfluchte Dämonen. So, jetzt bin ich Level 7. Jeder Tag und ich habe 15 EP, also fängt es bei 0 an. Okay. Krona ki Christor. Seid wachsam. So, ich habe jetzt auf dem Rücken eines Hippogryphen das die große Mondweidenjagd und die Prophezeiung von Velen. Die Alternative hast du nicht. Die habe ich schon fertig. Hast du die schon wieder abgegeben? Ja, ja. Wieso hast du nicht direkt die große Mondweidennacht noch gemacht? Weil das in die andere Richtung ist und dann wäre ich eh durch das Dorf durchgekommen. Hä? Andere Richtung? Bei mir war das die gleiche Richtung. Aber die hast du jetzt auch schon? Ja, ja. Gut. Was macht man da? Wieder diese Fleischdinger sammeln. Ach, die Mondweidenhirsche oder was? Ja. Die hat man jetzt nochmal bekommen. Ne, Balg eines Mondweidenbocks, das ist noch was anderes, ne? Ja, das habe ich jetzt auch.
Hä? Boah, 700 EP. Die große Mondweidenjagd, die musst du noch machen? Ja, ich habe gerade, das ist jetzt die zweite. Also die dritte, wo man diese Mondweidenhirsche machen muss. Ich muss aber Mondweidenböcke fangen. Balk eines Mondweidenbocks. Ja, das ist doch was anderes als ein Hirsch. Ja, aber von diesen weißen Dingern. Diesen weißen Hirschen mit den weißen Arsch. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Was? Oh. Ich kann das noch nicht. Ich dachte gerade, die hätte mich umgehauen. Ach, der ist Level 7. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Mondweidenhirschlenden. Was ist denn, wenn man stirbt? Dann kommst du auf den Friedhof. Und dann musst du quasi als Geist wieder zu deinem Körper zurückschweben. Und dann kannst du dich wiederbeleben. Hier ist Bergbau, aber das kann man nicht machen. Boah, Runes of Magic, das ist ja auch wie WoW eigentlich. Extrem, extrem ähnlich. Das habe ich auch so viel gespielt. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Für mehr Wut. Ich kann das noch nicht genug. Ich finde hier alles andere, nur nicht die komischen Scheißhirsche. Nee, Böcke. Da gibt es noch mehr Gebiete, wo man das machen kann, okay. Sollen wir mal zu dem Gebiet rennen unter dem Fragezeichen von auf dem Rücken eines Hypografen? Ja, da drunter? Ja. Die große Mondweidenjagd? Okay. Ey. Ich hau gerade von dem Level 8 Vieh ab. Oh, die Musik ist so geil. Die Mondweidenbox sind auch Level 8. Nee, meine waren bisher Level 7. Ja, Mondweidenbock. Das ist ja. Ja. Oh, ich wurde betäubt von dem. Ja, ja. Ach so, dann hast du jetzt auch erst die Quest. Dann bist du gar nicht weiter als ich. Ich hab noch eine andere gemacht. Zwischendurch. Ja, die mit den Mondweidenhirschen. Ja, und die hatten wir schon zweimal. Die haben wir eben einmal zusammen gemacht. Dann habe ich es gerade eben gemacht. Und jetzt mache ich die mit den Böcken. Okay. Ich mache die jetzt gerade auch mit den Böcken. Wie viel hast du? Wie viel Belger? Ein. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Mondweigen Hirsch und Mondweigen Bock gibt es. Ja. Ich kann das noch nicht tun. Alter, mit dem Level 8er Mondweigen Bock zu kämpfen, ist aber ganz schön ausgeglichen. Echt? Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Bei mir ging's gerade ganz gut. Ja, also ich war jetzt schon so halb, dreiviertel. Ich bin hinter dir. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß doch, mein Sohn. Ich weiß doch. So, wo müssen wir hin? Geradeaus, ne? Ja. Nee, da über die Brücke. Am Lauerfurz vorbei. Was? Nein. Da vorne lang. Willst du nicht die Prophezeiung direkt machen? Die auf dem Rücken eines Hypo. Nee, dann fliegen wir ja weg. Von hier. Denke ich mal. Zumindest macht man das mit den Hypoglyphen-Grüfen-Dinger. Da fliegt man dann zwischen den Welten rum. Grünschwert, Junge. Klick mal auf mich. Siehst du dann unter mir so zwei Fenster? Ja. Blick eines schwarzen Prinzen und Löwenstärke. Ja, die habe ich doch eben auch die ganze Zeit gesagt. Das mit dem Blick des schwarzen Prinzen, was das ist, keine Ahnung. So, ihr Böcke. Wir sind wieder in eurem Gebiet. Ihr dürft euch zeigen. Und zwar in der nächsten Folge. Bis nachher. Ciao. Ciao.